Und noch Geld dazu. So, ja, sie kriegen Geld. Down. Goes on the way back. It's a long arm. Overtaken by a Hasher. Go again. Eine Stunde, 7 Minuten Laufzeit sind vorbei. So Leute, jetzt schickt ihn rein. The Half-Marathon German Road, the Half-Marathon winner, Dixon Kurui. Welcome on the finish line, congratulations. In der Luft. 1 Stunde, 7 Minuten und 25 Sekunden. Neue Streckenbestzeit. Der Läufer vom TuS Heltersberg, er läuft in der M20. Ja, und damit wird er Zweiter in der 1:10:05. Damit schnellster deutscher Läufer bei der Halbmarathon-Distanz im Ziel. Jonas Lehmann seit einigen Jahren unterwegs. Er ist ja in der M20. Wo immer er startet, da landet er dann meistens ganz vorn. Das war schon bei vielen anderen Läufen, regional und überregional so. Auch bei der Winterlaufserie in Rhein-Zabern. Die dreiteilige Winterlaufserie da in der Südpfalz. Da ist er auch schon ganz vorne gelandet. 1:10 sind vorbei. Und das ist Solomon Abdebiran, der Zieleinkauf. Das müsste der erste Äthiopier sein. Läuft als Dritter ins Ziel. Ich glaube, dass er läuft in der M20. Es geht ja, und es wird ja gerne immer der Ländervergleich Kenia-Äthiopien heraufbeschworen, die sich dann dort angeblich gegenseitig nicht leiden können. Das ist vielleicht auch der Funktionärsebene so, bei den Läufern ist das nicht so. Teilweise trainieren die auch zusammen. Und für Maureen Fosso. Kerstin Kai. Tja, wir warten auf die Führungskommande. Hey, Superman!